Moin YouTube und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Drohnenfluges. Danke, dass ihr wieder mal in eines meiner Videos reingeklickt habt. Worum geht es heute? Ihr habt es vielleicht im Titel gelesen. Es soll um einen Timelapse gehen, und zwar in 4K. Und das auch bei der Mavic Mini oder der Mini SE. Da fragt man sich vielleicht, wie soll das gehen? Die können ja nur 2,7K. Jawohl, im Videomodus ist das richtig. Und das ist eine Methode, so einen Timelapse zu machen. Schlicht und ergreifend hinterher das Video schneller abspielen zu lassen. Das führt aber zu riesigen Dateien und in diesem Fall eben auch nur zu 2,7K. 4K kriegen wir hin, indem wir einfach Einzelfotos schießen, und das ist der zweite Weg. Da hat die Mini SE und auch die Mavic Mini eine 12-Megapixel-Kamera, also sogar etwas mehr als 4K. Ja, und wie das Ganze dann gemacht wird und auch hinterher am PC in DaVinci Resolve in diesem Fall zu einem Timelapse gemacht wird, das schauen wir uns in diesem Video an. Also keine weiteren Vorreden, Mini in die Luft bringen und losstarten. Viel Spaß! So, ich hoffe auch die Bildschirmaufnahme läuft. Ton einfach übers Telefon heute aufgenommen. Es ist recht windstill, ich hoffe das geht. Und dann bringen wir die Mini mal in die Luft. Aufnahme gestartet. So, und ihr seht schon, ich muss hier so ein bisschen raus navigieren und das, was wir jetzt machen wollen, ist erst einmal die Mavic Mini weit nach oben bringen und uns einen Punkt suchen, der vielleicht interessant genug ist für einen Timelapse. Und es ist mir tatsächlich ein bisschen schwierig, die Mini. Ich muss hier mal die Position nämlich ändern. Im Auge zu behalten, denn ja, es ist sehr sonnig und ich fliege so ein bisschen gegen die Sonne und es ist auch ein bisschen diesig, wie ihr seht. Ja, so, und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir hier irgendwie etwas finden, was so ein Timelapse auch interessant macht, nämlich mit ein bisschen Bewegung. Auf der Elbe ist heute leider sehr wenig Bewegung, aber vielleicht hier so ein bisschen im Industriegebiet, dass wir da eine Straße sehen oder irgendetwas, was sich bewegt. Wolken haben wir am Himmel leider auch nicht so wahnsinnig viel. So, ich schalte jetzt mal in den so, dafür muss ich das Video natürlich stoppen. Ich schalte jetzt mal in den Fotomodus und dann können wir bei der Litchi App hier auf den Aufnahmemodus gehen, in den Intervall, und ich habe da jetzt eingegeben 2 Sekunden und ich stelle mal ein, wir brauchen 360 Fotos. Und während, oh, unendlich, ich kann hier nur bis 245 gehen. Gut, dann nehmen wir genau 240. Schwierig mit dem Schieberegler, sollte auch gehen. Okay, und ich starte das Ganze dann einfach schon mal. Denn vielleicht habt ihr ja auch das Video im Vergleich der Fly App mit der Litchi App gesehen. Ich setze noch die AE-Sperre schnell ein, damit wir da keine komischen Schwankungen in den Bildern kriegen. Ich fliege deswegen heute mit der Litchi App, weil ich hier eben diese Anzahl der Bilder einigermaßen gut einstellen kann. Und ein bisschen Mathematik ist ja vor so einem Timelapse notwendig, denn ich werde jetzt heute dieses Timelapse mit 24 Frames pro Sekunde ablaufen lassen. Das heißt, ich brauche 24 Bilder für eine Sekunde Timelapse. Und da lässt es sich hier relativ leicht ausrechnen, wenn ich jetzt 10 Sekunden Timelapse haben möchte, dann sind das 240 Bilder. Und 240 Bilder, ich mache jetzt 2 Bilder pro oder alle 2 Sekunden ein Bild, also 30 Bilder in der Minute. Das heißt, die Mavic Mini muss 8 Minuten oben an einem Fleckchen stehen und Bilder aufnehmen.
Und bei der Akkulaufzeit, gut 8 Minuten ist überhaupt kein Problem, aber deswegen vorher immer ein bisschen die Mathematik mit einbeziehen, wie lange wird denn das ganze Experiment überhaupt dauern. Also, es macht jetzt natürlich wenig Sinn, hier 8 Minuten lang blöd rumzuquatschen und euch dieses Bild zu zeigen. Also werde ich gleich einfach ein bisschen vorspulen. Ja, nochmal kurz zwischendurch, denn was uns heute natürlich zugute kommt, wir haben einen fast windstillen Tag. Solche Aufnahmen kann man natürlich an windigen Tagen eigentlich nicht wirklich machen, weil die Drohne dann oben in der Luft natürlich ständig ihre Position leicht verändert und man hätte ein sehr, sehr unruhiges Bild hinterher, was man über die Stabilisation wieder rauskriegen kann, zumindest zum Teil. Also solche Sachen, und deswegen kommt das Video, das wollte ich nämlich schon lange gemacht haben, auch ein bisschen später als eben eigentlich von mir gewünscht. Denn zum einen waren die Wetterbedingungen nicht gut, dann gab es zu wenig Bewegung. Auch heute ist ja, wie gesagt, leider keine Bewegung oder kaum Bewegung auf der Elbe. Ich hoffe, dass wir hier außer diesen nicht sehr schönen kleinen Schornstein, der da diesen weißen, ich sag mal, es ist ja nur Wasserdampf, rauslässt. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen andere Bewegung drin haben. So, die Mavic Mini ist fertig mit ihren 240 Fotos. Ich hole sie schon runter und ja, dann springen wir einfach mal an den PC und schauen uns an, wie man jetzt aus diesen 240 Fotos in DaVinci Resolve einen Timelapse erstellt. Am PC angekommen war der erste Schritt natürlich, das Material auf den PC zu bringen, also von der SD-Karte zu kopieren. Zweiter Schritt für den Timelapse: DaVinci Resolve öffnen, und da geht es los. Und natürlich ein neues Projekt erstellen, das habe ich alles schon gemacht. Aber wir müssen jetzt als ersten Schritt dann hier die Projekteinstellungen machen. Und da wollen wir ja dieses Mal 4K, ein 4K-Projekt machen, also Ultra HD und 24 Frames pro Sekunde hatte ich gesagt, möchte ich den Timelapse haben. Das sichern wir als erstes jetzt mal ab, aber wir kommen da nochmal zurück. Zweiter Schritt, dann logischerweise das Material, die Medien reinbringen in DaVinci Resolve, da wo die ganzen Bilder sind. Und da haben wir sie, 242 an der Zahl. Und so könnte es bei euch auch aussehen. Es kann aber auch anders sein, denn hier über diese drei Punkte kann man den Display-Mode einstellen. Und der steht hier eigentlich bei mir auf Auto. Das bedeutet, Resolve könnte oder sollte eigentlich erkennen, dass das sehr viele Fotos sind und man daraus vielleicht einen Film machen oder eine Sequenz machen möchte. Bei mir funktioniert das nicht, bei anderen habe ich gehört, funktioniert das auch nicht. Insofern einfach manuell hier auf Sequenz klicken und schon haben wir nur noch eine Datei und die ist schon als Filmsequenz zusammengestellt. Einfach mit rechter Maustaste in den Media Pool. Damit haben wir sie dann hier auch in der Edit Tape unter im Media Pool drin und können sie einfach in die Timeline ziehen. So, und wenn ich das mal kurz anspiele, dann sehen wir schon, das sieht nach Timelapse aus, auch wenn relativ wenig Bewegung drin ist. Es tut mir leid, die Straßen sind nicht richtig zu erkennen. Hier gibt es eine Kreuzung, da fahren auch ein paar Autos rum. Wahrscheinlich sieht man das in YouTube nicht. Gut, jetzt müssen wir mit dem Material vorlieb nehmen. Es ist eben so. Was euch vielleicht aufgefallen ist, ich habe ja im 4:3 Format aufgenommen. Und das sieht man jetzt hier durch die schwarzen Balken, die wir links und rechts haben. Warum habe ich das gemacht? Ich hätte ja auch die Fotos gleich auf 16:9 umstellen können. Denn jetzt müsste man ja hier wahrscheinlich reinzoomen, damit das dann irgendwie passt. Nein, das muss man nicht, denn wir haben ja mehr als 4K aufgenommen. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal in die Einstellungen und sagen hier unter Image Scaling, wie soll Resolve eigentlich damit umgehen, wenn die Auflösung nicht ganz oder von dem Material die Auflösung nicht passt zur Timeline.
Hier sagt es, und das ist die Standardeinstellung, dass es eben so skaliert wird, dass es passt. Das wollen wir in diesem Fall aber nicht, sondern wir sagen schlicht und ergreifend mal, dass nichts, also no resizing, es soll nichts geändert werden, keine Skalierung vorgenommen werden. Und dann drücken wir auf Save. Und dann sehen wir schon, jetzt sieht es so aus, als wenn wir in das Bild reingezoomt hätten, haben wir aber nicht. Denn wenn ich das hier mal ein bisschen kleiner drehe, so ungefähr, und hier auf den Rahmen drücke, dann haben wir hier nämlich der Rahmen, der zeigt unser Originalmaterial an. Und jetzt können wir hier uns die Bildposition relativ gut aussuchen. Und das ist der Grund, weswegen ich immer auch im 4:3 Format aufnehme, weil wenn man auf 16:9 umschaltet, passiert nichts anderes an der Drohne. Es wird ja nicht im 16:9 Format mit 12 Megapixel aufgenommen, sondern es wird in das 4:3 Format reingekroppt, um das 16:9 Format zu erhalten. Das heißt, wir verlieren schlicht und ergreifend Bildinformationen, mit denen man noch was anfangen kann. Deswegen, ich schieße immer im 4:3 Format und kann hinterher lieber in der Bildbearbeitung mir das eben so hindrehen, wie ich das dann haben möchte, wenn es denn dann 16:9 sein soll. Das zur Erklärung hier. Ich mache jetzt mal den Rahmen wieder weg und mache das Bild wieder groß. So, was wir dann noch sehen, ist, dass das Bild relativ unruhig ist. Also es wackelt ein bisschen hin und her. Klar, die Drohne steht nicht völlig still am Himmel. Sie dreht sogar ein bisschen nach rechts und wieder zurück nach links. Warum sie das gemacht hat, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber wahrscheinlich war es da oben in 80 Meter Höhe dann doch windiger als gedacht. Ich hatte ja schon mal einen Video gemacht über die Stabilisierungsmöglichkeiten. Das sieht so aus, das macht man hier im Inspektor oder kann man hier im Inspektor machen. Es sieht so aus, als wenn das eingeschaltet wäre, ist es nicht. Man müsste das dann hier öffnen und über Stabilize könnte man die Stabilisierung vornehmen. Das möchte ich diesmal aber nicht machen. Es gibt noch einen anderen Weg und zwar im Color Tab. Und das hat ja den smarten Vorteil, dass wir hier im Color Tab jetzt erst einmal, wenn wir wollen, noch sogenanntes Color Grading vornehmen können. Und ich mache jetzt einfach nur mal so ein paar Kleinigkeiten. Ich bringe da ein bisschen mehr Kontrast rein und ein bisschen mehr Farbe noch. So einfach, dass man so einen kleinen Unterschied sieht. Ja, vorher, nachher. Also, wer dazu mehr wissen möchte, schaut bei YouTube rein. Da gibt es Leute, die können das viel besser erklären als ich. Hier oben haben wir jetzt aber noch mehrere andere Möglichkeiten und hier ist der Tracker. Jetzt wollen wir natürlich in dem Bild oder in dem Film nichts tracken, sondern wir wollen stabilisieren. Und das können wir aber einschalten hier mit dem mittleren Icon, dem Stabilizer. Und das sind genau die gleichen Einstellungen natürlich, die wir hier vornehmen wie im Edit-Tab. Und ich ziehe jetzt hier einfach das mal ein bisschen hoch auf, sagen wir mal so 60 ungefähr, 59. Hier können wir eben noch auch einstellen, welche Variante wir wählen. Ich lasse das einfach mal bei Perspective und lasse DaVinci seine Magie entfalten. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen dran rumprobieren, was euch dann am Endeffekt das beste Ergebnis bietet. So, wir lassen das einfach mal kurz laufen. So, jetzt habt ihr am Ende gesehen, das ist natürlich wieder ein bisschen reingekroppt worden. Und hier an den Linien kann man jetzt auch sehen, dass so ein paar Anpassungen vorgenommen worden sind. Aber eigentlich liegen die noch relativ nah beieinander. Also so unruhig ist das Bild gar nicht. Wenn es wirklich wackelt, dann sieht man hier viel mehr Ausschläge. Nichtsdestotrotz wollen wir uns mal das Ergebnis anschauen. Ich gehe mal zurück hier in die Edit-Page, da können wir das ein bisschen besser sehen. So, und
Ich denke, man kann klar erkennen, auch wenn es immer noch ein bisschen natürlich hin und her wackelt, das ist aber mehr die Drehung der Drohne. Man kann aber klar erkennen, das Bild ist deutlich ruhiger geworden und das ist genau das Ergebnis, das wir haben wollten. Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch, man könnte natürlich noch Musik hinterlegen und alle möglichen anderen Dinge noch anpassen, wenn man möchte. Aber im Grunde genommen sind wir fertig. Nur noch rausrendern und der Timelapse steht. Und wieder zurück hier im Freien in der knalligen Sonne. Ich kneife wahrscheinlich ein bisschen die Augen. Ja, die Mini steht auch noch am Boden. Und jetzt habt ihr gesehen, so einfach geht das, ein Timelapse mit der Mavic Mini zu machen. Andere Modelle können das ja schon in der Drohne oder in der App selber. Hier müssen wir ein bisschen mehr arbeiten. Nichtsdestotrotz, auch da bekommen wir gute Ergebnisse, denke ich, zustande. Und ja, insofern soll es das für dieses Video schon wieder gewesen sein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abonnement dalässt und auch über eure Kommentare, Fragen und so weiter, auch Anregungen, was ihr vielleicht sonst noch mal sehen wollt. Also vielen Dank und bis zum nächsten. Tschüss.